Auf einem Future Pack folgt das nächste Future Pack. Wir gucken uns heute endlich das zweite Volume von Higurashi Go an, beziehungsweise der ersten Staffel von Higurashi Go. Das wird auch noch ein Riesenprojekt. Aber ich meine, jetzt wo kein B rum ist, ne, hat man ja wieder Selbstkapazitäten, ne, dass das auch insgesamt 10 Volumes so sind, ne. Aber gut, ich hänge ein bisschen hinterher, aber ich hoffe, wir können das jetzt nachholen. Hier haben wir unseren Zettel. 100% Uncut, nur auf Disc, wieder mit einer Mion-Acrylfigur. Wir kriegen die deutsche und japanische Synchro. Das Ganze geht 95 Minuten lang und wir bekommen noch das Clean Opening und Clean Ending. Und natürlich, hier habe ich jetzt wieder was zum Abtrennen, haben wir wie immer unseren Zettel mit, ja, hier dieses Mal keine richtigen Episodentitel, weil die ja einfach nur Akt 1, Akt 2 etc. genannt wurden. Das haben wir dieses Mal. So, dann haben wir unser Volume mit diesem Motiv. Hier wieder mit der schaurigen Rückseite. Ich drehe es mal gerade so rum. Hier haben wir unseren Schriftzug mit unserer 2. Und auch hier nochmal. Und dieses Mal auch hier wieder, wenn sie rauskommt, na, unseren, ja, Plasteüberzug. So. Oh mein Gott, bitte tu das nicht so auf den Boden, die können kaputt gehen. Ich sage es nochmal, ich werde es in jedem weiteren Video sagen. Passt auf, dass die euch nicht runterfallen. Die können tatsächlich kaputt gehen. Ist mir bei einem Higurashi Volume tatsächlich passiert. Würde ich nicht empfehlen, ist nicht so ratsam. So, dann haben wir natürlich hier nochmal das Motiv. Dieses Mal ohne den Plastischuber. Und hier noch ein süßes, niedliches, harmloses Bild von Mion oder Shion. Man kennt das ja, dass die gerne mal Rollen tauschen und einnehmen. Wir haben hier noch sehr alte Werbung drin. Ich glaube, das können wir uns schenken. Dann haben wir hier unsere Acrylfigur. Übrigens hat Animoon vor ein paar Tagen, beziehungsweise wenn das Video online kommt, vor 1-2 Wochen auf ihren Kanälen gefragt, was denn euer Lieblingsextra ist von Animoon. Wäre toll, wenn ihr das beantworten könntet und dann einen Kommentar hinterlassen könntet, weil ich denke mal, das werden sie so nehmen als, ja, Inspiration für zukünftige Extras, um zu schauen, was besonders gut angekommen ist. So, aber jetzt zurück zu unserer Acrylfigur. Hier haben wir sie. Wieder wunderbar. Wie gesagt, falls ihr es nicht wisst, keine Sorge, das ist so zerkratzt, weil da die Schutzfolie noch drauf ist. Die kann man abziehen und dann sieht das nicht so aus. Aber dafür haben wir hier jetzt natürlich keine Zeit. So, dann unsere Scheibe. So rum. So rum. Nochmal mit unserem gruseligen Motiv. Und dann natürlich noch unser Innenleben, ziemlich grün. Hier sieht es ein bisschen türkis aus. Es ist tatsächlich ja, eher so ein bisschen hellgrün in Natura. Man sieht es hier so ein bisschen hier unter dem Ding. Also so eine Farbe ist das eher. Das kommt in der Kamera hier nicht ganz so rüber. So, und dann natürlich auch nochmal von außen ausgeklappt. Da haben wir das. So. Dann war das eigentlich auch unser zweites Volume schon. Wird, wie gesagt, wieder ein Riesenprojekt. Man war ja eigentlich froh, dass man endlich die richtigen 2 Staffeln hat
von Higurashi, das hat ja auch ziemlich lange gedauert, weil es da zu Verschiebungen gekommen ist. Auch hier jetzt bei Go ist es wieder zu Verschiebungen gekommen. Es ist nicht nur ein Anime, wo es um einen Fluch geht. Die Volumes selbst, die Veröffentlichung ist auch verflucht, sage ich immer wieder. Mal gucken, wann wir das Ganze vollständig haben werden. Aber es geht gerade eigentlich wieder gut voran. Und mal gucken, wann wir dann die zweite Staffel bekommen. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit bis dahin, weil ich komme sonst nicht hinterher. Aber ja, gut, meine Lieben. Dann sind wir hier mit unserem zweiten Volume fertig. Ist wieder echt grandios toll geworden. Ich mag das Motiv richtig, richtig gerne. So, die nächsten zwei Motive, ja, ganz nett, aber das von Volume 2 gefällt mir tatsächlich besser. Und ja, ich muss tatsächlich immer nach die zweite Staffel gucken, aber verratet es keinem, das ist ja peinlich hier, ne? Also, muss ich auch endlich mal machen, vielleicht jetzt, jetzt ist ja Oktober, jetzt ist ja eigentlich die perfekte Jahreszeit dafür, so schön an Halloween oder so. Aber gut, meine Lieben, dann war das Volume 2 von Higurashi Go. Ich freue mich auf eure Kommentare und dann bis zum nächsten Mal.